Andreas Weinbauer aus Klosterneuburg. Herr Präsident, Frau Bundesministerin, sehr geehrte Damen und Herren, Hohes Haus. Ja, ich glaube, wir haben ein großes Problem mit dem Plastikmüll. Wir müssen dem auch begegnen, aber wir müssen auch differenzieren. Ich habe mir heute in unserer Kantine auch eine Plastikflasche besorgt. Und es ist eigentlich eine sehr praktische und hygienische Möglichkeit, momentan auch Flaschen zu haben in einer Zeit von Ansteckungskrankheiten. Auch das muss man erwähnen. Auch unsere Schutzvorrichtungen hier im Parlament sind zum Teil aus Plastik und das hat auch einen guten Grund. Das heißt, diesen Werkstoff alleine zu verteufeln, das dürfen wir nicht tun. Wir müssen hier massiv differenzieren. Ich glaube, wir sollten aber auch auf das achten, wo wir wirklich ansetzen können, Lösungsansätze bringen. Und wenn wir wissen, dass die PET-Flasche beim gesamten Kunststoffmüll 8% ausmacht von unseren Zielen, dann ist es vom Gewicht her circa der Anteil dieses Stöpsels von der ganzen Flasche das Verhältnis. Und da ist wirklich die Frage, ob es die Maßgabe ist, auf diesen Teil eine Gebühr zu erheben, um das Gesamtziel zu erreichen, oder ob wir das Ziel der Sammelquoten nicht besser mit besseren Sammlungen erreichen können. Und diese zwei Probleme, Sammelquote und Littering, sind das Hauptproblem rund um den Plastikmüll. Und wir sehen das im Vergleich der Bundesländer relativ gut. Unser Ziel muss es sein, 90% Sammelquote zu erreichen. Wir haben drei Bundesländer in Österreich, die das bereits erreichen. Das ist das Burgenland, Tirol und Vorarlberg. Einen haben wir ganz unten und das ist das Bundesland Wien. Wenn wir also eine gesamte bundesweite Quote von 90% erreichen wollen, müssen wir auch Wien entsprechend motivieren, hier voranzugehen. Und Sie wissen alle, wenn diese Flasche heute im Müll landet, dann landet sie in einer gesamten Mülltonne, weil Wien in der getrennten Sammlung leider nicht weit genug ist. Und ich habe da auch kein Problem damit, das kann sich jedes Bundesland aussuchen. Es war ja auch der Bürgermeister selbst als Müllmann unterwegs, um sich hier ein Bild zu machen. Aber ich habe dann ein Problem, wenn wir der gesamten Bevölkerung Österreichs eine Gebühr aufdrücken wollen, nur um das Problem eines Bundeslandes zu lösen. Geschätzte, und ich denke, hier werden wir aber Wege finden, dass das möglich ist, denn wenn es in einem Bundesland möglich ist, denke ich, sind die Wiener bereit dazu. Wir müssen ihnen nur die Möglichkeiten entsprechend anbieten. Wichtig ist aber, dass wir das Thema Littering entsprechend annehmen. Und auch hier bitte ich, das gesamthaft zu betrachten, denn Littering bedeutet nicht nur die Plastikflasche. Littering ist Bauschutt, Littering sind alte Autoraffen, das ist genauso auch der Eiskasten, der da oder dort einmal im Wald landet. Das sind enorme Verschmutzungen und hier geht es um ein Bewusstseinsthema. Gott sei Dank, und da möchte ich mich auch bei allen Abfallverbänden, bei den Kommunen und Vereinen recht herzlich bedanken, dass es Flurreinigungsaktionen gibt und jeder, der daran schon teilgenommen hat, weiß auch, wie breit das Feld der Verunreinigungen ist. Jetzt ist es mir als Landwirtschaftsvertreter auch nicht entgangen und wir haben viele persönliche Betroffenheiten, wenn Müll im Futter landet, dass das dann zu verheerenden Folgen im Tierbestand führt, bis hin zu tödlichen Folgen. Auch dort ist es nicht nur die Plastikflasche, dort sind es auch weitere Verschmutzungen, ob es Dosen oder andere sind. Das heißt, wir dürfen hier nicht durch eine Entpflichtung sozusagen die Verantwortung wegschieben, sondern wir müssen hier die Verantwortung stärken und ich bitte auch die Bundesregierung, hier innerhalb der Ressorts auch mit dem Justizressort zu sprechen, denn am Ende des Tages geht es schon um die Frage, wie sieht der Strafenkatalog auch für kleine Umweltvergehen aus, denn es sind gerade die kleinen Vergehen, die oft große Umweltsünden anrichten können. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Wir dürfen Fehlverhalten Einzelner nicht über Gebühren sozialisieren auf die gesamte Bevölkerung. Und eine Systemevaluierung für ein einheitliches Sammelsystem bundesweit ist längstens fällig. Da sind auch die Vorgängerregierungen bemüht gewesen und ich glaube, wir können das erreichen. Hier sind die Bundesländer auch sehr, sehr willig. Und zum Thema Littering muss ich ganz klar festhalten, das ist ein Eigentumsdelikt. Und wer heute Umwelt- und Natursünden begeht, vergeht sich letztendlich an der Zukunft unserer Kinder. Und nachhaltiges Müllmanagement brauchen wir hier in diesem Fall statt einzelner plakativer Aktionen, um diese Probleme restlos aufzulösen.